Ich muss euch sagen, der neue Fortnite Revex Shop Video ist mal wieder vor euch gar, liebe Freunde, muss ich euch sagen. Und ich muss euch sagen, echt Weihnachtsgekehr. Und ich wollte mal gerade, wir fangen einfach mit dem Shop an und danach gucken wir uns die neuen Event an, die es jetzt wieder gibt. Die Weihnachts-Event, die es jetzt wieder gibt in der Revex. Und ich wollte mal sagen, los geht's, liebe Freunde, fangen wir mal an. Und da könnte ich ein bisschen Einwerbung machen. Habe ich ja schon lange nicht gemacht. Poggi Leute, die noch keinen Koega eingegeben haben, wollen mich freuen, wenn ihr meinen Koega Code verwendet. Ich zeige euch hier nochmal. Das ist mein Koega Code. Wollen mich freuen, wenn ihr meinen Koega Code verwendet. Falls ihr euch etwas kaufen wollt in Rackley Welt. Falls ihr euch in Rackley Welt ein Lama kaufen wollt. Wollen mich freuen, wenn ihr meinen Koega Code verwendet. Einfach auf annehmen drücken und dann ist wunderbar. Was denn? Ich hatte nur mal Hunger. So. Gach könnt ihr Lama haben, liebe Freunde. Giges Lama hier, Giges Lama. Ja. Boah, geht eigentlich, muss ich sagen. Ja. Okay. Und es könnt ihr endlich mal wieder die Weihnacht Lama machen, Quirkurk. Von Leute, die folgt die Weihnacht klar macht, könnt wieder geil. Leute, die Weihnacht klar macht, könnt wieder zurück. Ihr könnt wieder hammergeile Weihnachtswaffen bekommen. Und ja, ich hoffe, euch folgt es. Es gibt wieder hammergeile Weihnachtswaffen, die ihr durch die Weihnacht klar macht bekommen könnt. Und ich wollte mal sagen, dann gucken wir mal in den Shop rein. So, wir fangen mit dem wöchentlichen Shop natürlich an und danach natürlich der Event Shop. So, im wöchentlichen Shop haben wir natürlich wieder genug begonnen. Gang haben wir wieder im wöchentlichen Shop. Gang haben wir wieder im wöchentlichen Shop. Gang haben wir wieder im wöchentlichen Shop. Gang haben wir wieder im wöchentlichen Shop, wie immer. Gang haben wir im wöchentlichen Shop, wie immer. Gang haben wir im wöchentlichen Shop. Gang haben wir wieder im wöchentlichen Shop. Gang haben wir im wöchentlichen Shop. Gang haben wir im wöchentlichen Shop. Gang haben wir natürlich gegen Überleben hier wieder im wöchentlichen Shop. Gang haben wir gegen Waffe hier, gegen Pump im wöchentlichen Shop. Ja, noch begonnen, lohnt sich nicht. Gang haben wir natürlich gegen Helm hier wieder im wöchentlichen Shop. Noch begonnen, lohnt sich einfach nicht. Gang haben wir wieder Ginger hier, die man kaufen kann, wenn man jetzt geliederte Waffe hat und die auf Orang machen will. Gang haben wir hier Giga Waffe wieder, ne? Vor die Leute, die Waffe brauchen. Kann ich die holen, aber meiner Meinung nach lohnt ich die nicht. So, Gang haben wir Giga Waffe wieder, ne? Ist ein Maschinengewehr. Ob die gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich berichte die Waffe schon, aber ich habe hier ein Sammelalbum gepackt. Deshalb, ich weiß nicht, ob die gut ist. Keine Ahnung. Müsst ihr vor euch entscheiden. So, dann gucken wir jetzt mal in den Event Shop von morgen an. In den Event Shop haben wir natürlich Griff hier wieder gegangen, wie immer. Griff ist auch in den Event Shop immer gegangen. So, jetzt kommen wir mal von den neuen Gachen, die neu in den Event Shop reingekommen sind. Fangen wir mal an. Auf alle Fälle haben wir wieder ein Überleben gegangen in den Event Shop. Der Event Shop ändert sich immer, wenn ein neues Event kommt. Gänge haben wir natürlich in den Event Shop hier die Konke Kögeln gegangen. Ist eine Weihnacht-Konke Kögeln. Das kann ich euch schon mal sagen. Ist auch vom Weihnachts-Event, Weihnachts-Konkurrenz, man geht es auch schon. Ja. Und ja. Gang haben wir hier noch Giga-Waffe, die ist noch begonnen. Die könnt ihr auch ganz einfach auch ein Sammelalbum holen. Also ich weiß nicht, warum ihr die jetzt hier einen Shop kaufen solltet. Unnötig. Gang haben wir gegen Nahkampfwaffe hier wieder, Gange. Auch noch begonnen. Gang haben Ruchkack und Lagervergrößerung, Epic Game, das könnt ihr eigentlich mal rausnehmen, weil es ist unnötig. Das brauchen wir nicht mehr. Ja Leute, wenn ihr das kauft, das ist unnötig, das hilft euch nicht weiter. Das hilft euch nicht weiter, ihr gebt nur unnötig eure Ginger dafür auch. Ihr gebt nur unnötig eure Goldbahn dafür auch. Lohnt sich nicht, Leute, lohnt sich nicht. Das bin gar nicht mehr, das ist einfach nur unnötig. So, Gang haben wir hier wieder gegen netten Helden, ist auch ein Weihnachtskelk, muss ich sagen. In Gecker ist das.
Fähigkeiten, gell, das Laufen, Gebärhackerball und die Kugelhackerball. Mehr Schaden mit Sniper, okay, mehr Schaden mit Sniper, mit Quacher Sniper, okay. Mehr Schaden, okay. Ja, geil. Ja, er macht mehr Schaden mit Sniper, ist guck mal geil, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, ich hab ihn schon. Bin mir nicht sicher, ob ich ihn habe, keine Ahnung. Muss ich da einmal nachgucken. So, dann gehen wir mal mit dem wöchentlichen Shop durch, mit dem Event Shop durch. Jetzt kommen wir mal gucken, die neuen Event, die neue Schuhe kommen, Leute. So, auf alle Fälle neue Schuhe kommen, das könnt ihr Weihnachten klar machen. So, dann kommen wir mal. Dann haben wir hier wieder ein neues Event. Mit dem Nuchgacker, das ist ein neues Event hier wieder. Ja, man kann hier einen Hellqualigkeiten mit auch kriegen. Ja, man kann gehen noch Gacker freischalten, ja. Okay, ich habe mich erkundigt, Leute, man kann gehen noch Gacker freischalten, ja. Genug Gacker könnt ihr freischalten, genug Gacker ist Kolgar, den habe ich schon. Ja, das gleiche Event, was letztes Jahr auch war, liebe Freunde, ist nicht viel anders. Also, genug Gacker habe ich schon, ich kann euch auch mal gleich die Fähigkeiten zeigen. Ob ihr das Event durchspielen wollt oder nicht, müsst ihr wissen, aber ich denke mal, ich wollte das Event hier wieder durchspielen, weil ich da wieder richtig tolle Bock drauf habe, muss ich sagen. Ich freue mich darüber immer. Ich habe bei Halloween habe ich auch alle Events durchgespielt. Und ich denke mal, ich wollte das auch wieder durchspielen, weil ich da richtig tolle Bock drauf habe. Und ja, als Belohnung gibt es wieder gegen Olgark. Genug Gacker als Kolgark. Ich zeige euch das gleich mal, weil ich von den Fähigkeiten habe. Fahre ich euch gerade in Geschirr. So. Genug Gacker als Kolgark. Was hat er von Fähigkeiten? Muskeln. Habe ich hier ein Gammelalbum? Ich bin mir ja nicht sicher. Oder habe ich den hier rauchen? Noch Gacker. Ah, okay, ich habe mir ein Gammelalbum gepackt, liebe Freunde. Guck mal, mein Gammelalbum. Gar da habe ich ihn reingepackt. Noch Kacker, wo ist der Gucke? Noch Kacker. Ja, Leute, wir machen mal kurz Kuchen, das ist immer gut, Leute, das ist immer gut. Man kann nicht immer alle Helden parat haben, weil es gibt zu viele Helden, Rekiberg, es gibt zu viele. Noch Kacker, hier geht Weihnachten. Noch Kacker, den habe ich auch, den habe ich Goch nicht in Gammelalbum. Weil bei mir Kacker an, ich habe ihn Goch hier irgendwo, warte mal. Ich muss mal kurz gucken, wo er ist. Vielleicht kann ich ihn übersehen. Vielleicht kann man ihn übersehen. Gell, noch Kacker. Er muss gar hier am vorbeigehen. Noch Kacker. Wo bist du? Noch Kacker. Ich weiß, kann er auch voran. Ja, hier. Gar ist kein noch Kacker. Leute, von heute. Ich hab gegen übergehen. Gar ist kein Gucke, noch Kacker. So, da geben wir auch die Fähigkeiten gejagt. Wir gucken nochmal nachher von den Fähigkeiten an. Doppelten Gewölbe dabei. Das ist eine gute Fähigkeit bei Golgark. Koppelten Gewölber. Angriff, okay. Granaten hat er dabei. Okay. Gute Fähigkeiten hat er noch, Kacke-Leute. Ihr geht es hier. Ja. Lohnt sich auf alle Fälle. Macht mehr Schaden mit Gurmgewege. Okay, mit Gurmgewehr macht er mehr Schaden, liebe Freunde. Das ist gut. Also, falls ich den noch nicht habe. Biergach-Event, wir wollen ihm auch mal von der Geige hochleveln. Ich weiß gar nicht, warum ich das noch nicht gemacht habe. Machen wir jetzt einfach mal, wollte ich mal sagen. Vielleicht habe ich das vergessen gehabt. Wir machen ihn einfach hoch. So. Das ist genug Kacker, liebe Folge. Gogika auch. Wenn er von der Geige ist, Gogika auch. Ja. Gehen könnt ihr bei Gach. Noch Kacker Event, ich nenne es einfach noch Kacker Event, keine Ahnung. Der Name ist mir nämlich zu lang, deshalb nenne ich das einfach noch Kacker Event. Go bei Gigas Event, hier könnt ihr falsch halten. Bei Gigas Event. So. Falker Gig, wir gehen hier noch nicht wagen, ich gehe noch weiter, Leute, wir gibt noch mehr Event. Wenn ich jetzt nicht gebacken wurde, hier immer ein Event. So, bei Gigas Event hier, da könnt ihr noch Kacker falsch halten. Bei Gigas Event könnt ihr noch Kacker falsch halten. So, natürlich haben wir hier wieder Unkafang, neues Battle Pass Event. Unkafang haben wir hier wieder. Da können wir natürlich wieder Waffenverbecher können wir falsch halten. Dann können wir Helmverbecher falsch halten. Überlebenverbecher können wir falsch halten. Feindverbecher können wir falsch halten. Und so weiter und so fort, liebe Freunde. Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr auch spielen, aber
Ich muss sagen, ich gehe ziemlich lange hier, ich bin ein paar Events hier. Ich gehe ziemlich lange. Ja, wer ich hier viel Zeit verbinden will, kann ich machen. Aber ob ich das cool spiele, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Weil ich gehe cool lange und ja. Da habe ich nicht keinen Bock drauf. Nicht böse gemeint, Leute, aber da habe ich nicht richtig Bock drauf. Nicht gewissen, ob ihr auch Bier oder nicht. Auf alle Fälle kann gar ein Waffenverbecher wieder Fähigkeiten, ein Helmverbecher gar, ein Überlebendenverbecher gar und ein Feinverbecher kann auch Fähigkeiten. Nicht gewissen, ob ihr auch Bier oder nicht. Gach möcht ihr wie gar wissen, ob ihr auch Bier oder nicht. Gach möcht ihr wissen. Wollte ich mal gar. Und ja, gach möcht ihr wissen. Gach entscheidet ihr für euch, ob ihr auch Bier oder nicht. So, dann komm mal jetzt mal kurz, wo viele drauf gewackelt haben. Ja, Fortnite ist wieder zurück. Viele haben mich schon gedacht, ja, wann kommt denn jetzt endlich wieder Fortnite zurück? Ja, Leute, gar ich echt wieder. Ihr habt gegen Ofen wieder. Ihr habt gegen Kechelofen wieder. Ihr könnt wieder Fortnite spielen. Ihr habt gegen Kechelofen wieder. Der Kechelofen ist wieder anlaufen. Der Kechelofen darf nicht auch gehen, weil sonst habt ihr verkackt. Wenn der Kechelofen auch geht, habt ihr verkackt, liebe Freunde. Also, der Ofen muss anbleiben. Der Ofen darf nicht auch gehen, er muss anbleiben. Wenn der Ofen auch geht, habt ihr verloren. Also, der Ofen muss anbleiben. So, gach ihr wisst, Leute, Ofen muss anbleiben. Er darf nicht auch gehen. Ihr wisst ja Bescheid, liebe Freunde, ihr wisst ja Bescheid. So. Darüber habe ich euch jetzt informiert, dass Fortnite zurück ist. Jetzt informiere ich euch noch, was ihr bei Fortnite weich halten könnt. Ja, Epic Game Pack hat sich geändert. Es gibt wieder andere Sachen, die ich ja weich halten kann. So, wo ist es hier? Bei Aufgaben. Aufgaben, wo war ich denn hier? Fortnite. Kann ich euch irgendwo? Wackelkoch, Fortnite. Ah, hier. Wackel, ich finde gleich, Leute. Ich finde gleich. Ich möchte kurz warten. Wollen wir gleich finden? Ich weiß, das Video geht ein bisschen länger, aber es ist wichtig, liebe Freunde. Es ist wichtig. Wieder oder nicht, aber einer vorne, einer. So, das juckt nicht, das juckt auch nicht. Wo ist es denn? Ga! Gegen Helm könnt ihr bei Fortnite falsch halten. Überlebe geistig Minuten. Überlebe geistig. Okay. Überlebe geistig Minuten, glaube ich, reichen ja gleich Minuten. Okay, überlebe geistig Minuten bei Fortnite. Überlebe geistig Minuten bei Fortnite, um gegen Hank falsch zu halten. Also Leute, jetzt wisst ihr Bescheid, geistig Minuten Fortnite überleben und ihr bekommt gegen Eichkönig. Alter, der Eichkönig, der ist Highlight. Also da kann ich auf alle Fälle sagen, die geistig Minuten überleben. Und ihr bekommt gegen Eichkönig bei Fortnite, liebe Freunde. Fortnite, der Eichkönig. Der ist Hammer. Ich kann euch die Fähigkeiten. Der ist der Highlight. Der Eichkönig ist Highlight. Also, das ist ein Charakter, gegen braucht jeder in Rekki-Welt. Das ist ein Charakter, gegen braucht jeder in Rekki-Welt. Der hat hammergeile Fähigkeiten. So. Auf alle Fälle hat der Eichkönig, halt euch gegen mal. Ich habe den letztes Jahr nämlich vom Feichheit. Jo, der Eichkönig. Hat natürlich hier gewonnen. Natürlich wieder Geschützkacke dabei. Dann hat er Angriffgefindigkeit. Hier also Angriff wegen Angriff. Dann hat er die Puppe dabei. Und die beste Fähigkeit aller Zeiten. Wenn ihr die Barge von ihm parkieren guckt. Wenn ihr die Barge von ihm parkieren guckt. Gucken die Zombies einführen. Ja, die Zombies wie ein Eigen, liebe Freunde. Die Zombies wie ein Eigen. Ihr geht euch jetzt auch hier. Geht ja auch gar. Dass die Zombies 15 Sekunden lang einführen. So. Also dafür lohnt er sich. Weil die Zombies führen ein. Also den kann ich auf alle Fälle euch empfehlen. Falsch zu halten. Kogika auch, wenn er auf einer Geiche ist. Kogika auch. Also gegen Eichkönig, den kann ich euch auf alle Fälle empfehlen. Falsch zu halten, liebe Freunde. Bei Fortnite könnt ihr den falsch halten. Also hier bei gegen Moch, ich halte euch ja nochmal hier. So, hier könnt ihr jetzt gegen Eichkönig weich halten. Und wie hoch das Level bei euch ist, ist unterschiedlich. Bei Fortnite ist unterschiedlich, Leute, weil es kommt gar auf an, was von Level ihr habt. Habt ihr Level 130, habt ihr natürlich höher gezogen. Ihr seht es ja hier. Ich habe gegen 128 Giga und 100 Giga bezogen. Bei Fortnite.
Aber geil, ihr Level funkig oder Level 10 habt mir nie Kirmes schon. Also ist es einfacher für euch. Von daher, macht euch gar keinen Kopf. 30 Minuten ist halbe Gunge, Leute. Halbe Gunge müsst ihr überleben, um gegen Falco zu halten. Und Gach-Golke Kukaffen geilen, liebe Freunde. Und ja, dann kommen wir mal, was kommen wir noch? Haben wir noch Anwecker Mogigkaku bekommen? Noch Anwecker Event? Ne, mehr Event gibt es leider nicht. Schade Banane, Gach fang alle Event. Und ich wollte vielleicht nachher gleich, wenn ich Bock habe, ja, ich denke mal, ich wollte nachher gleich mal probieren, Fortnite, gleich in Minuten überleben. Ich probiere es, liebe Freunde, ich will echt probieren, weil ich habe gegen Eichkönig, aber warum denn nicht nochmal gegen Eichkönig bekommen? Warum nicht nochmal? Also wollte ich das nochmal probieren und vor Fortnite bieren, liebe Freunde. Was macht ihr? Schreibt mal Kommentar, biert ihr auch Fortnite oder was macht ihr? Aber einige von euch haben ja schon auf Fortnite gewartet, also von daher denke ich mal, viele von euch wollen echt Fortnite spielen, liebe Freunde. Aber ob wir den Weihnachtsbaum der falsch halten können, weiß ich jetzt nicht, liebe Freunde. Weil letztes Jahr, also nicht letztes Jahr, der voriges Jahr, er konnte an den Weihnachtsbaum bei Fortnite falsch halten, aber gehe ich mal, wie es auch geht, ich kann nochmal nachgucken. Lagebildschirm gibt bei Fortnite noch, geht hier, okay. Überlebe 45 Minuten, dann gibt noch einen Lagebildschirm, okay, gibt noch mehr bei Fortnite, gucken wir mal, wir gucken mal. Okay, dann haben wir noch Kilke, 200 Zombies und erhalte die Musik, die Fortnite Musik, okay. Spiele gegen Kirche, okay, das ist eine andere Aufgabe, sie haben mit den Kirche, okay. Gelner Magie noch, haben wir noch einfach, guck mal, Alter. Okay, und gegen Charakter können wir auch noch Feigheiten, aber können wir auch andere für machen, wir gehen einfach gar nicht. Okay, bisschen mal Bescheid, können wir informiert. Ja, noch einfach, gucken wir mal weiter hier. Wir gucken einfach mal durch, Leute. Wir gucken einfach mal durch, ob hier noch einfach wichtiges ist, was ich euch immer beginnen kann. Nee, mehr ist gar nicht, liebe Leute. Das war ich. Wieder mit dem Shop-Video. Allgemein mit dem Shop-Video. Ich habe euch informiert, was alles gut Neues wieder gibt in der Welt. Über die neuen Event und alles habe ich euch informiert. Ich habe euch über alles informiert. Und ich wollte sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Fortnite Welt Shop Video kommt auf meinen Kanal jedes Wochenende. Ja, ich mache jedes Wochenende Fortnite Welt Shop Video. Ich weiß, der Fortnite Welt Shop ändert sich Gonnachkach, ich weiß. Aber Leute, manchmal ändert sich Jongam auch nochmal wach. Und deshalb mache ich Fortnite Welt Shop Video immer Wochenende. Also, wenn ihr immer wissen wollt, was im Fortnite Recky Welt Shop gut Neues gibt, oder wenn ihr immer informiert sein wollt, was von dem Event in Recky Welt gibt, dann geht ihr auf meinen Kanal genau richtig, dann lacht ein Abo gar, wenn ihr neu auf den Kanal geht. Bei mir seid ihr bestens informiert, was von dem Event gibt in Recky Welt. Was ist ein Shopgänger? Jedes Wochenende ein Video, alles in ein Video gepackt. Bis dahin, ciao, ciao, wow, wow. Wir hören uns, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Und denk mal gerne, Fortnite Recky Welt Shop ist der beste Shop.